Ich hasse, wofür Leute wie ihre Klientin stehen. Wir werden ein für alle Mal beweisen, dass Gott tot ist. Sie sind sehr leidenschaftlich in Ihrem Glauben. Und seien wir ehrlich, das ist der Grund, warum Sie in Schwierigkeiten stecken. Bestimmt ist, dass eine Schülerin eine Frage bezüglich angeblicher Aussagen von Jesus gestellt hat. Und ihre Antwort beinhaltete Ausführungen wie in der Heiligen Schrift ja. selbst. Was hast du dir dabei gedacht? Ich habe eine ehrliche Antwort auf eine legitime Frage einer Schülerin in meiner Klasse gegeben. Ich werde keine Angst haben, den Namen Jesus zu sagen. Sie wollen, dass Sie gefeuert werden und fordern die Rückgabe Ihres Lehrerzertifikats. Sollten Sie also nicht einverstanden sein, stehen Sie alleine da. Und was da. Sind die guten Neuigkeiten? Ich verliere nicht gern. Wir haben schon immer von so einem Fall geträumt. Sie wollen an Ihnen ein Exempel statuieren. Und das bedeutet, dass Ihre wahre Motivation darin bestand, eine unschuldige Frage zum Anlass zu nehmen, um zu predigen. Die Botschaft des Evangeliums steht einer Menge mächtiger Leute im Weg. Wir sind im Krieg. Auf Betreten der Sache im Fall Furley gegen Wesley. Mr. Kane wird darauf bestehen, dass der Glaube hier nicht vor Gericht steht. Aber genau dieser steht hier vor Gericht. Wenn wir es Miss Wesley gestatten, das Gesetz zu verletzen, dann zerfällt unsere Gesellschaft. Betrachte ich diese vier Evangelien als die glaubhaften Schilderungen der Worte Jesu. Sie wollen beweisen, dass Jesus existierte? Das ist lächerlich. Wenn wir darauf bestehen, dass sich die Glaubensfreiheit eines Christen allem anderen unterordnen muss, dann ist sie kein Recht mehr. Irgendjemand wird sich immer angegriffen fühlen. Sind Sie zu einem Urteil gelangt? Ich stehe lieber zu Gott und werde von der Welt verurteilt, als zur Welt zu stehen und von Gott verurteilt zu werden. God's not dead, he's surely alive. He's alive.